Ja, wir hatten ja jetzt den Kongress Baubiologische Agenda 2025, Visionen Realität werden lassen. Und wie das Motto schon sagt, ging es darum, was haben wir erreicht in der Baubiologie in den letzten 40 Jahren und wie soll es zwischen 2018 und 2025 weitergehen. Und da hatten wir jetzt hervorragende Referenten da und letztendlich auch ein hochmotiviertes und kompetentes Publikum mit vielen interessanten Wortmeldungen und Ideen und Ratschlägen. Und ich habe immer fleißig mitgeschrieben und gut aufgepasst, und es wird dann im Nachgang auf jeden Fall eine tolle Zusammenfassung geben und Ratschläge, wie man sich positionieren kann als Planer, als Handwerker, als Bauherr auch, um zukunftsfest und eben, wie es in der Baubiologie üblich ist, natürlich gesund und nachhaltig bauen zu können und attraktiven Wohnraum anbieten zu können, der eben auch 2025 noch up-to-date ist und zukunftsgerichtet ist. Ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Also es sind ja noch 7 Jahre bis 2025, da wird sich noch viel tun. Und bei uns ist jeder Tag spannend, jeder Tag bringt neue innovative Ideen und neue Erkenntnisse. Und der Kongress ist, sehe ich so ein bisschen als Auftakt, gab es auch viele neue Kontakte. Und ich freue mich auf eine erfolgreiche und gute Zukunft für die Baubiologie.